Und es ist wieder so weit. Ich weiß, dass ich ganz viel Ärger bekomme. La la la. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guess what? Wie jedes Jahr gibt es ein neues Produkt, was, ich sag mal so, mich schon seit Anbeginn meiner YouTube-Zeit begleitet und mir damals viele, viele von euch in die Community gebracht hat. Nur Gott weiß warum, aber ich freue mich, dass ihr da seid, Freunde. Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Produkt, was in meinen DMs schon wieder sehr, sehr angefragt ist. Und ihr könnt es am Titel lesen. Falls ihr es nicht an meinem Outfit erkennt, es gibt eine neue Foundation von Nivea. Und falls ihr euch erinnert, die letzten mittlerweile schon fast 4 Jahre, ne? Begleitet uns das Thema Nivea Foundation mit sehr, sehr reißerischen Titeln und mit sehr, ja, spannenden Meinungen. Und wir werden heute die neue Nivea Cellular Filler 3-in-1 Hyaluron Serum Foundation testen. Ich bin sehr gespannt, denn die letzten Jahre waren wild. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag und seid gut in die neue Woche gestartet. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz einmal persönlich bei euch bedanken. Das ist das erste Video, das ich live drehe nach dem Pinsel-Launch mit Letizia. Und soeben, literally eben gerade, also jetzt vor knapp 6 Tagen, wurden die Pakete abgeholt und wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet, um alles schnellstmöglich zu verschicken. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Für alle, die ein bisschen traurig sind, dass es nichts mehr gibt, ich bin schon dran, dass nachzubestellen und neu produzieren zu lassen. Aber ihr wisst, das Ganze ist handgemacht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert seine Zeit. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und ich bin dran und ich sage euch definitiv bei Instagram Bescheid. Bevor wir weitermachen, eine kleine Werbung für meinen Mann. Denn er wurde mit seinem Podcast Midgard die letzten Zwerge nominiert als bester deutscher Podcast. Und das Schöne ist, ihr könnt dafür abstimmen. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden. Das dauert keine 20 Sekunden. Klickt bitte einmal alle auf diesen Link. Einfach raufklicken, auf Abstimmen drücken. Er hat eine Stimme und vielleicht gewinnt er dann. Der Link ist unten in der Infobox und es wäre natürlich richtig, richtig schön. Ich weiß, wie viel er arbeitet und er arbeitet gefühlt noch mehr als ich und er hat es verdient. Ich bin ein bisschen fertig auf der Uhr. Die letzten Tage waren wirklich anstrengend und ich habe mir vorhin die Videos angeschaut, wo ich die alten Foundations geschaut habe, weil in meinem Kopf waren die alle Trash. Die erste war Trash, die Cushion Foundation. Die zweite war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur nicht mehr so den Unterschied zwischen der heutigen gefunden. Und zwar ist das die 3-in-1 Hyaluron Serum Foundation. Natürliche Deckkraft, 12 Stunden Feuchtigkeit, Hyaluronsäure und Antioxidantien. Entweder sie haben sie umgefüllt und in eine andere Verpackung gemacht und in diese sehr clean looking Foundation Flasche gepackt. Oder es ist wirklich eine komplett neue Formulierung. Ich weiß, dass viele von euch sie schon getestet haben. Ab und zu gibt es ja von den Marken die Möglichkeit, Produkte vorab zu testen, um dann Bewertungen bei den Online-Händlern zu schreiben. Ich habe mir noch keine Bewertungen durchgelesen, um nicht schon voreingenommen zu sein. Ich habe aber wieder beide Farben gekauft, mittel und dunkel. Und es gab auch noch hell, die hat letztes Mal auch nicht gepasst. Deswegen habe ich die letzten beiden dunkleren gekauft. Und das war es mit der Shade Range. War die letzten Male schon sehr enttäuschend, bin ich ehrlich. Vor allen Dingen, weil Beiersdorf ja wohl doch schon ein sehr, sehr, sehr großes Unternehmen ist und vielleicht fürs Gefühl wenigstens noch ein bisschen dunkler gehen könnten. Ihr kennt das Problem. Ich sage es einfach gerne nochmal dazu. Die Foundation hat 19,95 Euro gekostet, soll mit Avocadoöl und Squalan angereichert sein und 12 Stunden Feuchtigkeit spenden. Effektiver Anti-Age-Komplex mit purer Hyaluronsäure und Antioxidantien. Feine Linien und Fältchen werden sichtbar gemildert. Die Haut sieht jünger und strahlender aus. Guess what? It's time. Ich habe mir die Videos angeschaut von vor 3 Jahren. Wie sah ich da aus? Möchten wir nicht drüber reden. Trotzdem sah ich mindestens 8 Jahre jünger aus. Obwohl es nur 3 waren. Freunde, wir starten. Das Ganze kommt in einem sehr, sehr schönen Fläschchen. Das ist so ein klassisches Foundation Drop Skincare Fläschchen. Ist aus Glas, sehr, sehr gut. Die letzte war, glaube ich, auch schon aus Glas. Ich bin gespannt, wann Isana mit dem Dupe dazu rauskommt. Das ist die Hyaluron Cellular Filler Foundation und wir swatchen erstmal beide Farben. Ich starte einmal mit der
helleren. Es kommt recht wenig aus der Pipette raus. Und dann haben wir noch die dunkle. Es kommt tatsächlich immer pro Pipette ein Tropfen raus. Ja, die sieht passender aus. Ich erinnere mich aber, dass sie letzte Mal oxidiert haben. Das ist nichts Dramatisches, man muss es nur wissen. Deswegen habe ich auch wirklich beide Farben mitgenommen. Ich lasse das Ganze mal kurz so ein Momentchen drauf. Ich klopfe das mal hier so ein bisschen ein. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mit beiden Farben sicherheitshalber rein. Ich nehme dazu meine Mischplatte, mische mir mal hier eine schöne Mische zusammen. Was ich sofort merke, ist der klassische Nivea-Duft. Ich mag den Duft tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch ein Parfum, was so riecht wie der klassische Nivea-Duft. Das hat Nivea wirklich, wirklich gut gemacht in den letzten 150 Jahren, dass man, sobald man diesen Duft riecht, sofort diese ganze Marke im Kopf hat. Das ist eine sehr, sehr spannende Marketingtechnik. Allerdings, es ist ein Duft. Und nicht jeder mag Duftstoffe in Produkten. Ich persönlich habe damit kein Problem. Ich sage es immer gerne dazu. Einen Lichtschutzfaktor kann ich jetzt hier auch nicht mitsehen. Sie soll sich dem Hautton anpassen und einen sofortigen Glow-Effekt haben. Den sehe ich jetzt tatsächlich auch schon hier auf den Swatches. Und ich starte mit dem Letizia und Maxim Pinsel Nummer 1. Und arbeite mir erstmal eine halbe Seite mit einem Pinsel ein. Ich muss dazu sagen, die letzten Jahre hatte ich ja immer den Kritikpunkt, vor allen Dingen auch bei der ersten Foundation, dass die Deckkraft mir nicht hoch genug war. Die letzte hatte eine sehr, sehr gute Deckkraft. Ich habe extra nochmal geschaut. Mittlerweile hat sich aber mein Make-up-Stil und die Art und Weise, wie ich mein Make-up mache, ja doch dramatisch verändert, muss ich sagen. Ich bevorzuge diese leichteren Texturen, diese cremigen, flüssigen Foundations, die einfach nur die Haut perfektionieren. Es liegt aber auch daran, bin ich transparent mit euch, dass sich meine Haut natürlich in den letzten Jahren auch maßgeblich verändert hat. Ich achte mehr darauf, was ich esse. Ich achte mehr darauf, dass ich genug trinke. Ich gehe regelmäßig zur Kosmetik und mache Behandlungen, dass die Haut frisch und gesund ist. Deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Die Deckkraft jetzt sieht aber gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sie sich gleich verhält. Ich arbeite das mit dem kleinen Pinsel ein. So kann ich ein bisschen präziserer hier lang arbeiten. Was ich dazu sagen muss, was mich wirklich ein bisschen schockiert, ist der Preis. Letztes Mal hat er mich auch schon so aus der Bahn geworfen, ist ein starkes Wort. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nivea ist ja doch wirklich eine Drogerie-Foundation und sie hat mit den Foundations diesen Schritt in den höherpreisigen Bereich gemacht. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass die Marke auch wirklich im günstigen Bereich bleibt. 20 Euro ist eine Menge Geld für eine Drogerie-Foundation. Sie sieht aber auf den ersten Eindruck sehr, 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 sehr schön aus. Ich glaube, ihr könnt sehen, hier sehe ich, ich habe heute Morgen vor 4 Stunden Pflege benutzt und sonst nichts mehr. Das ist tatsächlich nur die Foundation. Ich hole euch mal ein Stückchen heran, dass ihr den Unterschied sehen könnt, weil das ist gerade wirklich wow. So seid ihr erstmal ein bisschen näher dran. Ich schaue mal kurz ein bisschen in den Spiegel. Also ihr könnt sehen, dass die Haut aussieht wie Haut, weil die Deckkraft recht leicht ist. Sie ist aber ausreichend für mich. Sie hat so leichte Unebenheiten kaschiert. Meine Augenringe kriegt sie natürlich nicht weggedeckt. Dafür ist sie aber auch nicht gemacht. Was mir aber ganz besonders auffällt, ist dieser extreme Glow auf der Haut. Sie erinnert mich ein bisschen vom Finish an die Chantecaille Foundation, die ich euch neulich gezeigt habe. Dieses Schätzchen hier für 85 Euro oder so. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich mache mal die andere Seite jetzt mit dem Schwamm und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich probiere sie hier ein bisschen weiter aufzubauen. Oh Lord have mercy. Wow, okay. Ich bin gerade ein bisschen schock. In der Kamera sieht es auch noch krasser aus als gerade hier im Real Life. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich mir wirklich literally Öl ins Gesicht gegeben. Wenn ich eine Foundation machen würde, würde ich auch so ein Finish machen. Okay, ihr seid wirklich näher dran, als die Polizei erlaubt. Ihr seht jede einzelne Pore. Schaut mal hier auf meiner Stirn. Oh, da ist der Fokus. Das ist schon sehr, sehr glänzend. Aber schaut mal, hier habe ich
so eine kleine Unebenheit. Das sieht schon krass aus, oder? Das sieht aus, als hätte ich auf meine eigene Haut wirklich nur ein bisschen, ja, Öl gegeben. Bin ich ehrlich gesagt gerade total überrascht. Ich lasse sie jetzt mal wirklich ein paar Minuten auf der Haut sitzen, um die Pflege in die Haut zu kriegen und nicht sofort abzupudern. In der Zwischenzeit können wir schon mal so ein bisschen mit Cremeprodukten weiterarbeiten. Ich bin aber tatsächlich gespannt, was ihr dazu sagt. Ist euch das zu viel? Weil ich weiß, nicht jeder mag Glow. Und das ist fernab von Glow. Und ich glaube, wenn ihr eine ölige Haut habt, seid ihr hier schon raus. Wenn ihr aber wirklich eine trockene Haut habt, eine reifere Haut habt, eine etwas mit kleinen Fältchen, die Feuchtigkeit braucht, um so ein bisschen aufzupolstern. Bis jetzt sehr, sehr gut. Wir machen selbstverständlich einen Langzeittest. Ich arbeite jetzt auch nochmal mit dem Schwamm hier einfach rüber, um sie mir wirklich in die Haut einzuarbeiten. Mehr Deckkraft auf dem Gesicht brauche ich tatsächlich jetzt auch nicht. Farbe passt auch sehr gut und sie oxidiert jetzt auch nicht dramatisch. Wir machen mal ein bisschen weiter. Ich benutze als Contouring-Produkt meinen Kiko-Stick. Das ist tatsächlich für mich der beste Contour-Stick, den ich jemals gehabt habe, in der Farbe 201. Und ich nehme auch hier wieder den Maxim und Letizia 1 Brush und gehe auch damit direkt rüber. Dadurch bringe ich nochmal so ein bisschen von der Foundation in diese Contour und sorge dafür, dass das alles so ein bisschen besser harmoniert. Lässt sich auch gut ausblenden. Ich überlege gerade, ist die auf Wasserbasis, die Foundation? Ja, ist sie. Aqua, C15, Alkane, Triosterat. Okay, mit den Inhaltsstoffen kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, dass die Inhaltsstoffe, wenn wir nach Inhaltsstoffen gehen würden, natürlich immer recht ein sehr spannendes Thema sind. Ich kenne mich mit Inhaltsstoffen bei Liquids nicht so gut aus wie mit Powderprodukten. Aber lässt sich gut verblenden. Als Highlighter nehme ich heute mal diesen NARS, denn der ist auch auf Wasserbasis. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, ne, dass man nicht zu viel verschiedene Texturen benutzt. Ich nehme ein bisschen hiervon, mische ein bisschen von dem Charlotte Tilbury mit rein, mische mir das hier mit dem Pinsel zusammen und arbeite mir das hier oben hin. Und ihr seht, das verschwindet sofort in dieser Textur von der Foundation. Wow. Gehe auch tatsächlich so ein bisschen hier unter die Augen. Trage mir ein bisschen Concealer auf und dann setzen wir das Ganze. First Impression, ich liebe das. Das ist die Foundation bis jetzt, die ich tragen werde, wenn ich demnächst in 2 Wochen ein Shooting habe für ein... Ihr werdet es alle sehen. Literally überall. Sehr, sehr wet. Lässt sich mit Sicherheit wunderschön fotografieren. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt setten lässt. Der Concealer damals hat mich tatsächlich sehr enttäuscht, weil die Deckkraft nicht hoch genug war für mich, aber mein Make-up hat sich geändert. Ich sette das Ganze jetzt mit dem Huda Beauty Easy Bake und dem Pinsel von Letizia, dem Powder Brush, arbeite mir das erst in die Hand und gehe nur ganz leicht erstmal hier über meine T-Zone. Es nimmt sofort den Glow weg. Dann nehme ich das Microfiber Multitool Mini und gehe damit unter meine Augen, um nur den unteren Augenbereich so ein bisschen aufzuhellen. Ich möchte, dass der Rest des Gesichts nicht so viel von dem Glow wegnimmt. Da, wo ich ölig werde, da, wo ich die Poren ein bisschen minimiert haben möchte, gehe ich rüber. Gehe auch nochmal hier kurz über meine Augen und fixiere das dort, wo ich es haben möchte. Und jetzt sieht das Ganze wirklich, wirklich schön aus. Also das Hautbild gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache mal mein Make-up zu Ende und dann hole ich euch nochmal ein Stückchen näher ran. Alright, das Make-up ist einmal fertig, Freunde. Ich muss sagen, das Ganze sieht wirklich, wirklich schön aus. Ich bin ehrlich mit euch, habe ich gar nicht mitgerechnet. Ich dachte wieder, das ist irgendein Quatsch für 20 Euro. Es sieht bis jetzt wunderschön aus. Es erinnert mich so ein bisschen an die Chantecaille Foundation. Es erinnert mich so ein bisschen, wahrscheinlich noch ein Stückchen näher, an diese neue NARS Super Radiant, wie heißt sie? NARS Light Reflecting Foundation. Nur noch ein bisschen mit wesentlich mehr Glow. Ich bin gespannt, was ihr bis jetzt sagt. Wir starten in den Tag. Es ist jetzt 9.20 Uhr. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Und dann setze ich mich noch mal hier oben hin später. Oder ich mache euch draußen meine Tageslichtaufnahme. First Impression, sprachlos. Es ist mittlerweile 10:30 Uhr. Freunde, also, ich hole euch mal ein Stückchen heran. Es ist tatsächlich wieder so ein kleines Stückchen oxidiert, aber diesmal
Bei weitem nicht so stark wie die vergangenen Male. Das Finish, ich hole euch ein Stückchen an, so, sieht super, super schön aus. Der Kraft ist recht leicht. Mittlerweile sieht man das auch dadurch, dass einfach der Glow durchkommt. Ansonsten, wow. Wie gefällt es euch im Tageslicht? Ich finde, im Tageslicht kann man tatsächlich doch dann immer noch so ein bisschen mehr sehen, wie es in echt aussieht. Der Tag ist noch lang. Ich muss einkaufen gehen. Ich gehe jetzt gleich was essen. Ich habe gerade für den Launch alles vorbereitet. Beziehungsweise nicht vorbereitet, nachbereitet. Und jetzt geht's weiter. Oh, wow, Freunde. Es ist 17.30 Uhr. Der Tag ging sehr, sehr schnell an mir vorbei. Aber ich dachte mir, ich nutze nochmal die Chance und setze mich hier direkt mit euch ins Studio, um mit euch über die Nivea Cellular Filler Foundation zu reden. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass es im Gesamtbild tatsächlich gar nicht so schlecht aussieht. Was habe ich gemacht? Ich habe gegessen, sehr, sehr viel. Ich habe geschlafen, so einen richtigen Nap, wo das Gesicht so richtig tief im Kissen ist und man dann noch so Abdrücke im Gesicht hat, so einen Schlaf. Und ich habe viele, viele hundert Pakete aus meiner Wohnung getragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Freunde, what's poppin'? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schock. Ich habe heute viel im Laufe des Tages über die letzten Videos nachgedacht, also vor einem Jahr und vor mittlerweile 3 Jahren fast. Ich glaube, dazwischen war auch noch was, da kam, glaube ich, ein Dupe raus. Egal. Und ich habe schon gedacht, okay, was waren damals meine Kritikpunkte? Ich habe mir die Videos nochmal angeschaut und zwei Kritikpunkte sind immer noch dieselben. Der Preis und die Shade Range. Vom Finish her, ihr habt es gesehen, ich habe keinen besseren Vergleich als die Chantecaille Foundation. Die ist aber bei weitem nicht so glowy wie diese. Ich habe jetzt auch nicht die trockenste Haut. Ihr seht aber, dass die Haut noch so ein bisschen Bewegung hat. Also mit ein bisschen Puder, vor allem im T-Zonenbereich. Selbst der Concealer hat versagt heute, ne? Also die Foundation hat besser gehalten als der Concealer, obwohl ich den gebaked habe. Es sieht jetzt natürlich nicht mehr so frisch aus. Man kann es aber retten. Und ich dachte, wir probieren das gleich nochmal aus. Ich hole euch aber nochmal ein Stückchen heran, dass ihr euch wirklich ein Bild davon machen könnt, wie es jetzt aussieht. Ich habe eine Maske getragen, ich habe eine Sonnenbrille getragen. Ich glaube, das sieht man auch hier und hier. Das ist aber normal. Ich kriege oft Nachrichten bei Instagram. Hey, hast du einen Tipp, was man machen kann, wenn man eine Brille trägt und da vielleicht Abdrücke sind? Nix. Kontaktlinsen tragen oder keine Sonnenbrille tragen. Das ist leider wirklich so. Es gibt dafür kein Rezept außer neu schminken und überschminken. Was ich jetzt nochmal machen möchte, ist mit dem feuchten Schwamm hier einfach rübergehen über die Nase. Und das Ganze so ein bisschen auffrischen. Hat ein bisschen was gemacht, weil ich das Öl wieder in die Foundation reinarbeite und dadurch dafür sorge, dass das Ganze wieder so ein bisschen einheitlicher ist. Und dann nehme ich das Microfiber Multitool, Microfiber Multitool Mini und presse das hier einfach nochmal in die T-Zone, um das Ganze so ein bisschen ja, wieder in die Richtung zu bringen, wo ich will. Tatsächlich hat die Foundation auch oxidiert, aber bei weitem nicht so wie damals. Also ich denke mal so, eine Nuance hat sich das angepasst, ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man mit einem hellen Concealer arbeitet und ein bisschen Puder. Ich bin gespannt, wie sie mit Sonnencreme funktioniert. Das ist ja oft nochmal ein ganz, ganz anderes Problem. Ich benutze ja aktuell recht gerne diese hier, die Sun Ozone Sonnenfluid Hyaluron Sonnencreme. Die funktioniert aber nicht mit allen anderen Primern oder Foundations, weil sich dann so kleine Würstchen bilden. Overall, wow. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass ich wirklich sehr überrascht bin. Ich habe damit nicht gerechnet und jetzt rückblickend tut es mir auch so ein bisschen leid, dass ich die letzten Foundations immer nicht schlecht gemacht habe. Sie haben halt einfach für mich nicht funktioniert. Die hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Für euch ist das eine Foundation, wenn ihr wirklich zu sehr, sehr, sehr trockener Haut neigt. Wenn ihr vielleicht kleine Fältchen habt, die ihr so ein bisschen auskaschieren wollt, wenn ihr auf diesen super glowy Look steht und vor allen Dingen, wenn ihr diesen Nivea-Duft mögt. Also, den habe ich wirklich eine Weile wahrgenommen. Ich finde das wundervoll. Ich creme mir teilweise auch manchmal die Hände einfach mit so einem Bottich Nivea-Creme in die Hände. Mein Vater benutzt seit 50 Jahren, glaube ich, nichts anderes außer Nivea-Creme. Hat mir Spaß gemacht. Ich werde sie definitiv weiter benutzen. Ihr werdet sie definitiv auch weiter sehen. Ich gucke mal, vielleicht mache ich noch einen Instagram-Post dazu oder so. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ihr Süßen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Klickt bitte einmal alle auf den ersten Link von Danny und stimmt für ihn ab. Kostet nichts, dauert
keine 20 Sekunden und ihr müsst euch nirgendwo anmelden. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.